aus dem Bryce Canyon National Park. Es liegt noch sehr viel Schnee hier. 277 ist, glaube ich, der höchste Punkt hier. Ich glaube, bei uns in den Alpen liegt noch mehr Schnee auf 2,5 Grad als hier. Alles orange hier. Sogar mein Rucksack. Ist dich angepasst? Genau, wir fressen Cheddar. Ist auch gar orange. Nicht. Nee, Quatsch. Heute isst Luisa sogar Salami. Ja. Ja, super Veggie ist es nicht. Also meine Schuhe sind oberdreckig. Ja, zeig mal deine Schuhe. Meine nicht. Ja, Luisa ist eine Prinzessin, die hat schöne Schuhe und ich bin das Schwein. Das Schwein. Und ich bin das Schwein. Rocky hat sich wieder einen richtig schönen Campingspot gefunden. Problem ist nur, dass wir da jetzt heute weg müssen, weil es leider morgen regnen soll. Und die Straße wird einfach so einem richtigen Schlammloch, wenn die nass ist. Deswegen müssen wir uns irgendwas mal suchen hier, wo wir bei Regen auch wegkommen. Gar nicht so leicht, das ist alles hier so ziemlich sandig. Hier in Orderville und das hinter mir ist hier jetzt das Post Office, wo wir unseren neuen Bremszylinder hinbestellt haben. Hoffen wir mal, dass es angekommen ist. Unser Bremszylinder ist da. Das heißt, es gibt wieder Steve Schraubt. Hey, das heißt, ich habe keinen Bock, den zu montieren. Aus Sicherheitsgründen haben wir zwei bestellt, falls der zweite auch kaputt geht. Wir sind gerade angekommen. Steve ist auch da, ne? Im Zebra Canyon. Le Canyon du Zèbre für die Franzosen. Genau. Und es ist super anstrengend hier, weil man läuft die ganze Zeit in so tiefem Sand. Zum Glück nicht berghoch, aber das ist trotzdem. So aus wie Sahara-Wüste hier. Ja. Im Grand Staircase Escalante. National Monument. Muss man echt so ein bisschen, wie sagt man, Kompassfähigkeiten haben,
Muss sich gut orientieren können, deswegen Steve und ich, wir laufen oft im Zickzack, weil wir können das nicht so gut. Und, zeig mal hier, was wir mal benutzen. Wir benutzen immer Maps.me und navigieren hier mit dem Handy. Weil es gibt keine ausgeschilderten Wanderwege, null. Es gibt keine Steine, es gibt keinen Weg, es gibt keine Fußspuren. Keine Tierkacke. Das ist Eisen. Das ist ganz schön schwer. Und dieses Eisen sorgt dafür, dass diese Felsen hier so rot gefärbt sind. Und wenn die weitergetragen werden oder gespült werden vom Wind oder vom Regen, dann werden auch andere Berge Gestein rot gefärbt, die es jetzt noch nicht sind. Mega cool, oder? Der Rocky, der quält sich hier einen Pass hoch im Dixie National Forest. Wir sind mittlerweile auf knapp 3000 Meter. Und der Rocky, der mag das gar nicht so. Ja. Der quält sich hier mit 35 km/h. Fährt dann Pass hoch im zweiten Gang. Bremsen haben wir immer noch nur 3. Das heißt, wenn es von 3000 Meter wieder runter geht, dann kommen wir damit ordentlich Schwung runter. California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Willkommen in Capitol Reef National Park. Genau. In Utah. In Utah. Das ist übrigens Utahs am wenigsten besuchter Nationalpark. Kann ich ein bisschen verstehen. Naja, ist ganz okay hier. Es ist schön. Aber wir sind zu verwöhnt schon von all den Naturwundern der letzten Wochen. Es war alles viel zu schön letztens hier und es ist einfach ein bisschen weniger spektakulär. Und da im Hintergrund, geh mal weg, da, seht ihr das? Es ist eine Natural Bridge. Man sieht leider nicht so gut, aber... Eine Brücke für die Deutsche. Da gehen wir jetzt durch. Shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. My body's giving up on me, cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but don't stare. I get a little starstruck when I see him. Wir bleiben noch ein bisschen in Utah, weil es so schön ist. Utah ist der Wahnsinn. Es ist so geil da. So viele Canyons hier, es ist der Wahnsinn. Ja. Und für uns geht es jetzt weiter nach Moab. Oh ja, für die Leute, die es kennen, Mountainbike-Paradies, weltweit berühmt. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Lasst uns doch ein Like da. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um keine Videos mehr zu verpassen. Bleibt nur noch zu sagen, man lebt nur einmal. Genau. Tschüss. Ciao.